Der Harald hat mich gebeten, ein bisschen was hier zum Thema PA, PA einstellen zu sagen. Und das ist natürlich ein Thema, da gibt es ganze Wochen Schulungen für Veranstaltungs- und Beschallungstechniker. Das in einer oder einer halben Stunde zu schaffen, ist schon relativ ambitioniert. Ihr merkt hier schon die ersten Probleme. Da wollen wir gleich ran. Ich habe mal so ein bisschen vorbereitet, weil keine Praxis ohne Theorie. Wir müssen erstmal wissen, worüber reden wir überhaupt, wenn wir über PA einstellen oder überhaupt über guten Sound auf der Bühne oder auch zu Hause reden. Und so die kurze Einführung in die Grundlagen, die kann ich euch letztendlich nicht ersparen, damit wir auch sozusagen dieselben Begrifflichkeiten haben, wenn wir nachher an den Knöpfchen drehen. Dann habe ich natürlich auch so ein bisschen was mitgebracht, wo man nachher zu Hause mit seinem eigenen Setup, egal ob zu Hause im Wohnzimmer oder auf der Bühne, mitarbeiten kann, wie man so ein bisschen auch die Augen öffnet, wo sind kritische Punkte. Und ich zeige dir natürlich auch ein paar Geräte als Hilfsmittel, die man einsetzen kann, die genau diese Probleme lösen können. Und wenn es klappt, wollen wir auch mal hier vielleicht die Nano und die HK miteinander vergleichen, vor und nach dem Test. Das hängt auch ein bisschen davon ab, wie viel Zeit das alles braucht. Wenn ihr Fragen habt, einfach jederzeit unterbrechen, nicht einfach aufsparen, damit wir das direkt klären können. Also ich fange mal einfach an mit so ein bisschen Grundlagen, technische Akustik. Das ist so der Fachbegriff für das, was wir machen im Sinne einer Beschallung. Und wir reden hier im Wesentlichen erstmal über die Schallausbreitung in Luft. Das ist die halbe Wahrheit, weil alles das, was wir hier tun, geht natürlich auch in diese Decke, in diesen Baukörper. Und da gibt es dann Schallausbreitung in anderen Sachen. Das ist eher sowas, wenn Sie im Wohnzimmer oder ihr im Wohnzimmer spielt und der Nachbar aus dem dritten Stock sich beschwert und sagt, bei mir spielt er eine Orgel im Wohnzimmer, dann ist das nicht Schallausbreitung in Luft, sondern dann kommt das über das Gebäude zu ihm. Und manchmal ist das so laut, dass er direkt mit dem Wohnzimmer. Die Schallausbreitung in Luft ist wie eine Welle. Erinnern uns vielleicht so ganz dunkel an die Physik, wie sich so eine Welle ausbreitet im Wasser. Stellen wir uns vor, wir haben einen glatten, ebenen See und schmeißen da einen Stein rein. Dann bilden sich um diesen Eintrittspunkt des Steins konzentrische Kreise, die als Wellenform auseinandergreifen. Und wenn man jetzt ganz weit weg ist von diesem Mittelpunkt, dann hat man das Gefühl, dass die Welle gerade ist. Ja, also dieser Kreis, der ist dann in dem Gesichtspunkt, den man hat, quasi wie eine Gerade. So ist das auch mit dem Schall. Wenn ich jetzt hier zu euch rede, dann breitet sich der Schall aus meinem Mund wellenförmig aus und erreicht euch plötzlich wie eine Längswelle, wie so eine Wellenfront, die auf euch zukommt. Das Ganze passiert bei 20 Grad Celsius mit einer Geschwindigkeit von 348 Meter pro Sekunde auf Meereshöhe, also das war so ein Daumenwert. Das heißt auch direkt, wir sind es gewohnt, dass wir Verzögerungen im positiven Sinne, Zeitverzögerungen bei der Laufzeit ausgleichen, weil 348 Meter pro Sekunde, wenn ich 10 Meter entfernt bin, braucht der Schall bereits ein Hundertstel dieser Geschwindigkeit. Ja? Und das ist eine Verzögerungszeit, die ist für uns bekannt. Wenn ich 5 Meter entfernt stehe, dann habe ich eine andere Verzögerungszeit, als wenn ich da hinten am Tresen stehe. Auch das ist bekannt, führt aber zu Problemen direkt auf der Bühne, weil Leute, die ganz entfernt sind, den Schlagzeugbeat nicht auf die 1 hören, sondern schon auf die 1 und, je nachdem welches Tempo wir haben. Ja? Und der vorne ist, der direkt vor mir steht, der bekommt den Beat natürlich ziemlich genau auf die 1. Das muss man also berücksichtigen, das ist eine ganz normale physikalische Gesetz der Schallausbreitung, weil es eben in Luft einen Wert hat, den wir nicht verändern können. Im Gebäude ist das sehr viel schneller. Also im Wasser breitet sich der Schall ungefähr 5-mal so schnell aus, deswegen kann auch der Mensch unter Wasser eine Schallquelle nicht orten, dafür sind die Ohren nicht gebaut, das kommt dann von irgendwoher. Und im festen Medium, also Beton und so weiter, ist auch sehr viel schneller. Der Schall wird physikalisch quasi in zwei Kenngrößen gemessen und beschrieben. Das eine ist der Schalldruck und das andere, der Schalldruck ist quasi der Druckausgleich, können wir uns vorstellen, wenn unser Subwoofer hier von der HK richtig schön schiebt und wir gehen davor, dann merken wir, wie der drückt. Ne? Da bewegt sich die Luft und die Luft wird in einer Form komprimiert und zusammengepresst. Das ist der Schalldruck, den kann ich messen in Hektopascal.
oder in Pascal, und weil das so niedrig ist, in Hektopascal. Und diesen Schalldruck findet man zum Beispiel bei Mikrofonen als Angabe für die Empfindlichkeit. Auf welchen Schalldruck reagiert ein Mikrofon? Da sind Kondensatormikrofone wie das hier sehr viel empfindlicher als dynamische Mikrofone. Und dann gibt es noch die Schallschnelle. Die Schallschnelle ist sozusagen die Geschwindigkeit der Luftmoleküle, die ich jetzt hier durch mein Sprechen anrege. Und das ist nicht so, dass ein Luftmolekül, was aus meiner Lunge herauskommt, zu euch da hinten hinkommt, sondern das Luftmolekül stößt das nächste Luftmolekül an. Und das ist quasi wie so eine Kettenreaktion. Es wird nicht die Luft selber nach hinten bewegt, sondern es wird praktisch ein Impuls bewegt. Und hinten bei Günther kommt dann quasi, wenn ich gesprochen habe, wird das Luftmolekül bei dir angeregt. Und ganz hinten an dich braucht es noch ein paar mehr Moleküle. Und diese Geschwindigkeit wird in der Schallschnelle gemessen. Und das sind so die Kerngrößen, mit denen man arbeitet. Und was hat das zur Folge? Wenn wir hier in einem geschlossenen Raum sind, dann passieren da Dinge, weil der Schall nicht unendlich rauskommt. Und wenn hinten die Türe zu ist, ist da eine feste Wand und dann passiert mit diesem Schall was. Also es bilden sich im schlimmsten Fall stehende Wellen. Wie sieht das aus? Dazu wollen wir noch ein bisschen was über den Raum selber erfahren. Also wir haben im Prinzip mehrere Faktoren. Wir haben einmal die Physik in Luft, was passiert mit Schall in Luft. Dann haben wir das zweite, die Physik, wir sind ja nicht im luftleeren Raum. Im luftleeren Raum gäbe es keinen Schall, weil Schallausbreitung ohne Luft geht nicht. Das heißt auch, wenn ihr zu Hause schalldicht werden wollt, müsst ihr luftdicht machen. Wenn ihr einen Schlitz unter der Tür habt, müsst ihr da was reinstecken. Luftdicht ist erstmal auch schalldicht. Ja? Und im Raum passieren halt Dinge, dass wir Reflexionen haben. Also dieser Schall, der geht bis zu einer Wand und dann bleibt er da nicht stehen, sondern er wird reflektiert, wie beim Billard die Kugel, die wird auch reflektiert und kommt irgendwo hin, im Idealfall dahin, wo man es haben will. Wir können das mit unserem Schall erstmal nur mittelbar beeinflussen. Also wir können zum Beispiel sagen, die Box hier, die richte ich jetzt mal möglichst aufs Publikum und nicht dahin auf die Türe. Da habe ich schon mal eine direkte Richtung. Aber auch wenn ich die hier hin drehe, dann ist da hinten eine Wand, da wird es reflektiert und dann kommt der Schall doch an Stellen, wo ich ihn gar nicht haben will. Der erste Schall, den wir haben, den kriegt hier der Kollege mit, das ist der direkte Schall. Ich bin so nah an der Box, dass er sofort das von der Box ausgestrahlte Schallsignal empfängt mit seinen Ohren und alles, was danach kommt, bekommt er erstmal nicht mit. Dann gibt es das Signal, was zum Beispiel hier zur Wand kommt und an dieser Wand reflektiert wird. Ja? Dann habe ich eine Erstreflexion an dieser Wand. Die ist auch noch relativ genau merkbar, weil das ist der erste Schlag bei der Billardkugel, da hat man noch richtig Kraft, der prallt ab an der Wanne und geht schnell und trifft vielleicht eine andere Kugel. Da hat die noch richtig Energie. So ist das mit der Erstreflexion. Die kriegt der Frank hier vorne zum Beispiel mit von der Wand. Der kriegt aber auch einen Teil Direktschall mit. Da haben wir also schon zwei Schallereignisse, die mit einer gewissen Verzögerung auf sein Ohr treffen. Ja? Was wir eigentlich gar nicht wollen. Eigentlich reicht das, wenn er mich einmal hört, aber der hört mich mehrfach. Dann hört er mich nochmal, nämlich über den Nachhall, weil dieses Schallsignal, und ich habe das hier mal so ein bisschen aufgezeichnet in der Zeichnung, wie das aussieht. Nehmen wir an, ich wäre jetzt hier dieser Flügel und ich strahle hier oder imitiere Klangsignale und hier, das wäre jetzt ein Mikrofon, und das könnte jetzt auch ein Zuschauer sein, ein Zuhörer, der hier vorne in der ersten Reihe sitzt, der hört erstmal das direkt gespielte Signal vom Flügel. Das ist schon relativ laut hier und dann strahlt dieser Flügel auf den Boden ab, an die Decke und reflektiert. Und diese Signale treffen auch hier als Erstreflexion auf diesen Zuhörer. Das ist noch relativ vertretbar, aber dann werden die Signale schwächer, werden hier an den Decken reflektiert oder hier hinten im Bühnenbereich. Und überall kommen jetzt zeitverzögert Signale, die zu dem Direktsignal gemischt werden. Und das nennt man den Nachhall. Dieser Nachhall ist diffus, weil er das eigentliche Signal, also einen Ton, der eine Ton, den höre ich einmal sofort, dann höre ich ihn kurze Zeit später als direkt Erstreflexion nochmal mit etwas weniger Lautstärke und ich höre ihn eigentlich 100 Mal in diesem Raum nochmal über diese ganzen Reflexionen im Raum. Und das ist besonders störend, wenn ihr auf der Bühne seid und ihr habt dann auch noch einen Raum wie oben oder wie hier. Hier hat der Raum, der Statiker hier so einen Querträger eingezogen. Das heißt, wenn ich hier vorne mit meiner Box stehe, dann geht mein Schall wunderbar hier auf diesen Querträger.
und wird dann zu mir zurückreflektiert, aber mit einer Zeitverzögerung. Und wenn ich den so laut höre, dann kann es mir durchaus auf der Bühne passieren, dass ich aus dem Takt komme. Weil ich höre, wenn ich ein schlechtes Monitoring habe, mein direkt gespieltes Signal leiser als das zeitlich verzögerte Signal, was von da hinten kommt. Und dann kommt noch eins von da ganz hinten, was nochmal mehr verzögert ist. Und so habe ich also quasi auf der Bühne schon das große Problem, dass ich Verzögerungen habe. Für die Zuschauer dasselbe. Wenn ich in einer großen Arena bin, dann habe ich quasi 100, 200 Meter Entfernung von der Bühne die Leute stehen. Und die haben alle dieses Problem, dass sie verschiedene Zeiten, verschiedene Teile des Schalls bekommen. Und für den Veranstaltungstechniker, in dem Fall hier als Bühnenmusiker, ist es jetzt die Aufgabe, das irgendwie zu lösen. Nochmal so zu sehen, wie auch die Intensität ist. Man sieht das hier, also der kurze, hier ein kurzes Signal, Direktschall. Das wäre also jetzt ein Ton, den ich am Klavier beispielsweise als Staccato anschlage. Dann schon zeitlich verzögert hier und in der Lautstärke verringert die ersten Reflexionen. Und dann kommen hier jede Menge Kopien, bis irgendwann dieses Signal weg ist. Und wie haben wir das hier? Man hört es deutlich, ich kann diese Nachhallzeit messen. In der Kirche brauche ich für eine Orgel einen gewissen Nachhall, sonst funktioniert die Orgel nicht so, wie der Künstler das haben will, weil die Werke dafür geschrieben sind. In einem musikalischen Darbietung will ich eigentlich keinen Nachhall haben. Und wie kann ich das jetzt machen? Das kann ich machen, indem ich in dem Raum verhindere, dass eben genau diese Reflexionen hier auftreten. Das heißt, da hat hier unsere Gastgeber haben da schon ein bisschen was getan. Die haben uns freundlicherweise hier Tische und Stühle hingestellt mit Tischdecken und ein bisschen Luftschlangen. Und ihr seid freundlicherweise auch nicht nackt gekommen, sondern ihr habt Kleidung an. Und diese Kleidung macht genau das, was wir brauchen. Die verhindert nämlich, die schluckt diese Reflexionen dadurch, dass die absorbiert werden. Das heißt, der Schall läuft auf mich drauf, fängt sie in meinem T-Shirt und bleibt da drin stecken. Und wenn ich das ganz gut mache, das macht man in Tonstudios beispielsweise, dann kann ich es schaffen, dass es vielleicht noch eine erste Reflexion gibt, weil ich irgendwo doch eine Wand habe, die in irgendeiner Form ja 8 ist, wo der Schall dran reflektiert wird. Aber dieser ganze Mist, den ich hier nicht haben will, der ist weg. Ja, und dann kann ich hingehen und sagen, okay, und jetzt hätte ich gerne so einen richtig schönen Nachhall, dann nehme ich mir ein schönes Hallgerät oder ein Hall-Plugin, suche mir einen schönen Raum, der mir gefällt, den ich aber gar nicht habe, also ich habe Sunset Studios in Los Angeles, ist ein geiles Aufnahmestudio, kann sich keiner von uns leisten, aber die Hall-Nachbildung, die kann ich mir in einem Hallgerät, in Lexicon oder weiß ich was, also in den teureren Geräten ist das alles drin, kann ich mir die holen und dann füge ich die künstlich hinzu und habe dann quasi einen idealen Raum und kann in diesem Raum performen. Ein Kammerorchester oder ein großes Sinfonieorchester, die können nicht spielen im schalltoten Raum, weil das einfach unnatürlich klingt. Und deswegen sind wir auch immer versucht, wenn wir selber spielen auf der Bühne, zum Beispiel dem Mikrofonsignal einen Hall dazu zu geben, weil es einfach runder klingt, schöner klingt, angenehmer. Und das machen wir aber natürlich am besten, wenn wir in einem Raum spielen, wo der natürliche Hall nicht wie hier in so einer Turnhalle ist oder in einer Tiefgarage mit ganz vielen harten Wänden. Also wenn ich hier eine Veranstaltung machen würde, würde ich zum Verleiher gehen, würde mir ein bisschen Bühnenmolton holen und würde die Wände mit Bühnenmolton auskleiden, sodass die Reflexionen an den Wänden so gering wie möglich sind. Ja. Wenn Sie mal, wenn ihr mal eine Veranstaltung seht, wo man unterschiedlich große Veranstaltungsgrößen hat, dann haben die hinten immer so eine Rücksetzwand mit einem Bühnenmolton, die wird dann einfach dahin gespannt, wo der letzte Zuschauer ist, damit nach hinten hin nicht der Raum noch unendlich viel Nachhall reinbringt, der stört. Und bei den großen Veranstaltungen gibt es dann Verzögerungsbeschallung, Delay Lines heißen die. Da wird im Prinzip das Signal, was hinten ist, ist das am meisten verzögerte Signal. Und die Boxen, die vorne sind, werden künstlich auf dieses Signal verzögert, sodass alle, die in dem Raum sitzen, ein verzögertes Signal bekommen. Da muss man natürlich darauf aufpassen, dass man das Musikersignal auf der Bühne nicht sehr stark hier direkt hört. Weil das ist dann schon ein bisschen merkwürdig verzögert. Aber in großen Konzerten, also wenn Sie in eine Köln Arena oder sonstige Sportstätten gehen, dann ist das so, dass die Signale eben auch auf Basis dieser Laufzeit und dieses Halts künstlich verzögert werden. Das ist der zweite Einfluss. Da können wir also auch
Grün-Weiß-Weg tun. Also man spielt zu Hause im Wohnzimmer, weil da viele Teppiche sind, weil da Vorhänge sind, weil da ein Sofa ist aus Stoff idealerweise, was genau diesen Hall schluckt. Und wenn man im Proberaum ist, dann gibt es noch immer die Meinung, man könnte sich Eierkartons an die Wand hängen und das würde helfen. Das sieht nicht nur scheiße aus, es bringt auch nichts. Es gibt mittlerweile bei Thomann, Music Store, Steinbrecher, alle haben preiswerte Akustik-Kits im Programm, die wirklich was bringen, wo man nämlich auch, und das muss man dazu sagen, dieser Hall hier, der wird natürlich auch bei bestimmten Frequenzen gedämpft. Also das T-Shirt ist optimal geeignet für hohe Frequenzen, weil die Wellenlänge sehr kurz ist. Wenn ich aber jetzt einen richtigen, deftigen Bass habe, dann brauche ich schon spezielle Module, nennen sich Helmholtz-Resonatoren, die kann man in schöner optischer Form, so wie Keile, in die Gebäudeecken bauen. Die kosten schon mal 100 bis 250 Euro, je nach Ausführung, je nach Optik. Es lohnt sich aber, weil damit kriege ich also auch in einem Proberaum oder in einem Musikzimmer eine vernünftige Akustik hin. Und dieser Bass, den ich in meinem Musikzimmer bremse, der geht auch nicht zum Nachbarn. Das muss man auch bedenken. Aber man hat auch für sich ein ganz anderes Spielgefühl. Alleine durch die Akustik. Also das ist auch, wenn ich selber wie Harald Gitarren spiele oder Dudelsack oder sowas. Auch da bringt es, eine vernünftige Akustik zu machen. Und das heißt nicht, dass ich den Hall weg haben will. Es gibt eben Räume, die haben einen sehr schönen, natürlichen Hall. Also zum Beispiel das Festspielhaus in Bayreuth für die Wagner-Festspiele. Das ist extra gebaut worden für Oper. Hat ganz spezielle Werte und ist auch genau dafür gedacht, diese Art von Performance zu bauen. Und so gibt es halt auch in Clubs entsprechende, manchmal unsichtbare Maßnahmen, die dafür sorgen, dass im Jazzclub das Ensemble wirklich auch so klingt, wie man sich ein Jazz-Ensemble vorstellt. So, jetzt haben wir aber noch was. Wir haben nämlich Ohren. Diese Ohren, die sind nie dafür gebaut worden, Musik zu hören. Die Ohren sind evolutionstechnisch einfach ein Warnelement. Die sind dafür gebaut, den Säbelzahntiger zu hören und wegzulaufen, frühzeitig zu warnen. Und die sind dazu gedacht, dass wir miteinander kommunizieren können. Und dann gibt es bestimmte Messungen, die man machen kann, dass man einfach sagt, ich habe mal verschiedene Töne von verschiedenen Frequenzen bei verschiedenen Lautstärken und lass mal Leute beurteilen, wie sie die empfinden. Der eine oder andere hat vielleicht schon mal einen Hörtest gemacht beim Hörgeräteakustiker, der kennt das in etwa, ne? Dann kriegt man einen Kopfhörer auf die Ohren und dann schiebt einer da einen Ton und irgendwann, wenn man sagt, ich höre den jetzt, sagt man Stopp und dann gibt es so eine Kurve. Bei einem gesunden Menschen sehen die Kurven so aus. Also es ist jetzt nicht nur bei einem, sondern es ist über viele, viele tausend gemessen worden. Und es gibt verschiedene Empfindlichkeiten. Also hier unten, das ist eigentlich die empfindlichste Kurve, wo ich wirklich an eine Hörschwelle reinkomme, wo ich so gerade eben was höre. Und es gibt so Kurven, die sehe ich hier oben bei 100 Phon. Das ist schon Diskothekenlautstärke. Und da sieht man, dass diese Kurve von der Empfindlichkeit her immer gerader wird. Ja? Hier unten habe ich noch ganz große Unterschiede und hier oben wird die immer gerader. Das nutzt jeder Rockkonzertbeschaller aus. Wenn es richtig laut ist, klingt es immer gut. Das liegt am Ohr. Dass das Ohr dadurch geschädigt wird, interessiert ihn nicht. Es klingt erstmal gut. Das, was wir hier haben, ich habe hier mal so eine Kurve eingemalt, um das mal zu sehen. Wenn ich also hier ein Tonsignal hätte bei einem Kilohertz, ne, das ist irgendwo beim A ist 440, also so um drei Geschichten C da in dem Bereich. Wenn ich diesen Ton empfindungsmäßig genauso laut bei einer Frequenz hier unten von 63 Hertz haben will, von der Hörempfindung, muss ich diesen Basston 10 dB lauter machen. 10 dB ist ein Leistungspegel, das ist 10 mal so laut. Und das ist auch so das Problem. Was wir gestern Abend, fand ich, auch oben schon feststellen konnten, dass der Bass plötzlich wummert, weil man dem Raum die zehnfache Energie zumutet mit dem Basssignal gegenüber dem, wo wir hier sehr empfindlich hören können, nämlich bei 1 kHz, also in dem Sprachbereich. Die Sprache liegt bei männlicher Sprache 500 Hertz bis 2-3 kHz und weibliche geht so bis in die 4 kHz, das kann man auch hier schön sehen. Hier ist so der Einbruch bei 3-4 Kilohertz, ab da wird das Ohr dann unempfindlich und besonders empfindlich hier unten. Das ist genau dieser Knick, wo die höchste Empfindlichkeit ist, ist genau mittig im Sprachbereich, damit wir einander verstehen. Und davor und dahinter fällt diese Empfindlichkeit dann schon extrem ab. Auch das müssen wir berücksichtigen, wenn wir auf der Bühne Musik beschallen.
dass wir also Raum, Akustik und die Ohren mit verschiedenen Eigenheiten erfassen müssen. Und die Konsequenzen daraus. Man muss also einmal sagen, wenn ich eine PE-Anlage habe, dann hat die ja eine Bauform. Und jeder Hersteller ist bemüht, diesen Bereich der Abstrahlung von tiefen Frequenzen, also 20 Hertz bis 20 kHz, über den gesamten Frequenzbereich möglichst linear auszuprägen. Das wird auch immer angegeben, da gibt es dann so eine Toleranz, plus minus 1 dB oder plus minus 3 dB, das ist schon eine Angabe, da kann man sagen, ja, so ungefähr schaffe ich das, aber ich schaffe es mal so, mal so. Das ist aber der Punkt, dass jede Anlage auch durch Serienstreuung immer wieder unterschiedlich sich verhält. Dann habe ich den Raum, der sich unterschiedlich verhält. Ich hatte es eben schon gesagt, wenn ich hier in einem Raum bin, dann kann es mir passieren, dass ich ganz ausgeprägte stehende Wellen habe. Was ist eine stehende Welle? Eine Welle trifft auf die Wand und wird da reflektiert und kommt zurück. Und gleichzeitig kommt ja, wie wir eben gesehen haben, ein neues Schallsignal von irgendwoher. Jetzt treffen sich diese beiden Signale. Wenn die beide gerade oben ihren Höhepunkt haben, ihr kennt ja diese Sinuswelle, dann addieren die sich. Das heißt, an dieser Frequenz habe ich dann doppelt so viel Pegel wie eigentlich normal. Wenn ich das an mehreren Stellen habe, dann habe ich zum Beispiel im Bassbereich tritt das auf Räume, die haben ganz ausgeprägte Bassmoden, so nennt man das. Das heißt, da kann ich hingehen, dann habe ich eine Stelle, da höre ich unheimlich viel Bass, und da gehe ich zwei Schritte nach links, da höre ich überhaupt keinen Bass. Das ist vielfach auch in großen Veranstaltungshäusern so, dass durch Bauform, durch Kassettendecken, durch fehlende akustische Mittel man so ausgeprägte Unregelmäßigkeiten hat. Und das hat uns zum Beispiel mal bei einer Band getroffen, weil wir Kritiker hatten, die die Band bewerten mussten. Der eine, der saß genau in so einem Bassbauch drin, wo unheimlich viel Bass geschrien. Der hat dann geschrien, diese Band war scheiße, die hat unheimlich viel Bass gehabt. Man hat gar nichts mehr gehört vom Bass. Und der andere, der saß genau daneben, in einem Loch, der hat geschrieben, das war eine ganz schlechte Beschallung, man hat überhaupt keinen Bass gehört. Ja? Und als Musiker hat man gar keine Chance. Man kommt hin, wie Jürgen, baut hier auf und muss losspielen. Kann man nichts tun. Wenn wir jetzt zu Hause, gehe ich mal von raus, oder vielleicht auch ein bisschen Zeit haben zum Aufbauen, dann gibt es schon so ein paar Sachen, weil wir ja wissen jetzt, worauf wir hier aufpassen müssen. An dem Ohr können wir auch nichts tun, das ist halt so. Aber ich gehe noch mal ganz kurz hier auf die Kurven zurück, das möchte ich jetzt nicht empfehlen. Ja? Also nicht schön, aber laut, in dem Beschaller schön und laut. Ne? Weil alle Frequenzen hier, ne? Wir reden hier über den Bassbereich bis hin zu den hohen Frequenzen, die werden bei einem Pegel von 100 Phon, das ist in etwa auch gleichzusetzen mit 100 dBA, also wenn ich in die Diskothek gehe, dann habe ich diese Pegel in etwa oder im Rockkonzert, dann nehme ich das alles gleich wahr. Dann kann ich einfach drücken, brauche mir keine Gedanken zu machen. Das klingt alles sehr ausgewogen. Und da will ich aber nicht hin, weil das ist gesundheitlich schädlich. Wir wollen das anders machen. Jetzt gehen wir nochmal hier auf die nächste Folie. Also die Lösungsmöglichkeiten, die ich da habe, sind, ich kann meine Anlage entzerren. Das heißt, ich kann messen, diese HK hat einen Frequenzgang, der von dem Ideal irgendwie abweicht und dann nehme ich mir einen möglichst hoch auflösenden Equalizer, das hatte ich zum Beispiel hier das Pult vom Kollegen schon drin, aber schmalbandig, da gibt es Equalizer, die haben 28 oder 31 einzelne Filterbänder im Abstand einer musikalischen Terz und die kann ich wirklich für jeden Ton nach dieser Kurve einzeln einstellen und die Unzulänglichkeiten rausfiltern. Das kann man mittlerweile relativ einfach auch zu Hause machen oder eben in einem Veranstaltungsraum. Dafür gibt es von verschiedenen Firmen, Yamaha und Demenix und wie sie alle heißen, auch Hochwerte, da fragt am besten den Frank, der kann da mehr zu sagen. Geräte, die haben dann vorne diese Schieber und dann kann ich quasi meinen Raum und meine Anlage schon einigermaßen anpassen. Aber das ist aufwendig und das bedarf auch ein bisschen Fingerspitzengefühl. Ja. Wie ist denn das, wenn man, also das hört sich jetzt auch zeitaufwendig an, man kommt irgendwo hin, man hat einen Auftritt, ja. Die Leute sind schon da und man hat relativ kurze Zeit Auftritt, gibt es irgendein System, was sozusagen, man würde das ja mal mit der Ärzte, gibt es irgendwas, wo ich den Kopf drücken kann und das macht das dann? Ja, also das ist so das, was jede große Veranstaltung
wo eine PE aufgebaut wird, Stadtfest und so weiter, die machen das. Wie machen die das? Das zeige ich jetzt auch gleich. Ich wollte nur sagen, hier kommt natürlich noch eins dazu. Wenn wir jetzt selber auch die Instrumenten Stimmen haben, dann ist das selber ja auch so. Ne? Wenn ich ein Piano spiele, das ist das, was der Dietmar hier mit seinen Samples aufwendig gemacht hat, der hat ein Piano so eingesampelt, dass es wie ein Piano klingt und nicht irgendwie besonders viele Höhen hat oder so, sondern natürlich klingt, so wie man es als natürlich empfindet. Das muss ich natürlich auf meinen Geräten auch gewährleisten, dass die Instrumentenstimmen schon in dieser Zusammenstellung auch gleich sind, also wenn ich also nicht einen Bass habe, der unheimlich hohen Pegel hat im Style, also wenn ich jetzt hier den Tyrus einschalten würde, dann hat Yamaha das werksmäßig so gemacht oder Korg hat das so gemacht, dass die Instrumente im Verhältnis zueinander so sind, wie die auch spielen. Ne? Wenn ihr einen Gitarristen auf der Bühne habt, der das Brett spielt und das Keyboard höre ich gar nicht mehr, dann sagt man, hier spiel mal ein bisschen leiser, man hört die Keyboards nicht und man hört die Drums nicht oder die Drums sind viel zu laut, spiel mal leiser. Das ist halt das auch, was ich schon von vornherein machen muss. Das kann ich nicht mehr hinten reparieren, wenn ich das schon in meinem Style oder in meinem MIDI-File verbockt habe. Ja, also da muss man schon auch achten. Das ist so die erste Arbeit am Instrument oder an der Band selber zu arbeiten und dann diese Sachen in der Raumakustik zu machen. So, wie mache ich das? Im Fachbereich nennt man das Einrauschen. Ich nehme mir ein Signal, was möglichst alle Frequenzen enthält und das ist im Fachjargon das weiße Rauschen. Das weiße Rauschen ist ein Rauschsignal, was alle Frequenzen in gleichem Pegel enthält. Und hier habe ich so ein Messinstrument, das gar kein Instrument ist, sondern eigentlich eine Software. Und wenn ich bei der Firma RME ein Audiointerface kaufe, dann kriege ich das immer kostenlos dazu und kann mir das runterladen und nutzen. Das ist aber jetzt auch von anderen Firmen zu bekommen, auch ohne Interface oder es gibt auch Plugins. Das ist eigentlich ein Frequenzanalysator und der zeigt mir einfach nur hier das Frequenzband von 23, was wir haben, 20 Hertz bis 20 Kilohertz. Und dann sehe ich jetzt hier, das ist ein Sprachsignal und ein Nachrichtensprecher, den ich da mal einfach aufgenommen habe. Und da sehe ich schon, das ist genau diese Verteilung, wie wir sie eben auch hatten, nur umgekehrt, für die das Ohr empfindlich ist. Das ist nämlich genau das Signal, was zu diesem Ohr passen muss, Sprache. Die höchsten Frequenzen hier. Und eben wurde schon so gefragt, manche sagen, ja, deine Sprache, die klingt so matschig, die ist überhaupt nicht brillant, die bräuchte mehr Höhen. Und da gibt es so eben, hat einer gezeigt, hier so ein FX, Enhancer, Exciter, da gibt es alle möglichen Tools. Die machen dann im Prinzip aus diesem Sprachsignal eins, wo dann hier der Höhenbereich überproportional angehoben wird. Er fügt also Signale hinzu, die in der Sprache eigentlich gar nicht drin sind. Das ist immer eine zweischneidige Sache. Es wird vom Hörer oder vom Zuhörer dann erstmal empfunden, er hat aber eine klare Stimme, aber weil das unnatürlich ist, das Ohr erwartet da oben gar nicht so viel Anteil bei der Sprache, kann das auch genau ins Gegenteil umschlagen. Also wenn man sowas macht, muss man das mit sehr viel Sorgfalt machen, weniger ist da mehr. Und wenn man so ein Gerät einbaut und sagt, das ist jetzt mein Anheilmittel, kann das ganz gut schief gehen. Nicht nur, weil ich das Gerät nicht bedienen kann, sondern auch, weil viele Geräte und viele auch preisgünstige Geräte in diesem Audiosignal, im elektrischen Signal, alle möglichen Phasenverschiebungen und sonstige Dinge hinzufügen, die sich dann nachher akustisch bemerkbar machen und dazu führen, dass wir auch da Auslöschungen haben. Man nennt das Kammfilter-Effekte, das sieht dann aus wie so ein Kamm. Da werden bestimmte Frequenzen, die dann zusammenpassen, die löchen sich sehr schmalbandig aus. Und das klingt natürlich allerdings dann in einer etwas höheren Auflösung verwendet. Dann würde man hier genau Löcher sehen wie ein Kamm, ne? Also wie so eine Reihe von M's hintereinander. Und das ist ein Problem, was in der Digitaltechnik sehr stark passiert. Das heißt, wenn ich ein Hallgerät oder irgendwie ein Delay und sowas habe und die alle zusammenschalte, und die der Qualität her gegebenenfalls auch noch so preisgünstig sind, dann tritt das häufig auf. Das kann man alles mit so einem Tool herausfinden und ich möchte das jetzt hier einmal vormachen. Ich habe dazu ein spezielles Messmikrofon. Das sieht hier so aus wie ein Fieberthermometer. Das ist ein Schalldruckempfänger, also ein Kugelempfänger. Und diese Mikrofone, die werden auch manchmal zu Hause bei hochwertigeren Soundanlagen beigelegt. Da gibt es nämlich mittlerweile schon diese Knöpfe.
dann stellt man dieses Mikrofon nicht zum Lautsprecher, weil der Druckempfänger, der darf nicht von vorne nochmal zusätzlich bedient werden, sondern der muss so stehen. Dann habe ich quasi jetzt kugelförmig überall von allen Richtungen die gleiche Empfindlichkeit um dieses Mikrofon herum. Und bei diesen Denon oder Yamaha oder wie sie alle heißen, da gibt es dann so eine Oma-Taste, Automatik, da drücke ich drauf und dann misst diese Anlage nämlich auch mit entsprechenden Testsignalen, wie an meinem Sitzplatz im Wohnzimmer der Klang ist und stellt jeden Lautsprecher optimal darauf ein. Und das sollte man immer mal wieder wiederholen. Und wir machen das jetzt hier auch. Ich habe hier jetzt so ein RME-Interface angeschlossen. Und jetzt habe ich eine Hand zu wenig. Wenn ich mal den jemanden bitten darf, dieses Mikrofon mal für mich zu halten. Danke. So, dieses Mikrofon müssen wir natürlich jetzt eigentlich überall da platzieren, wo wir einen guten Sound haben wollen. Also würde ich das nicht auf der Bühne platzieren, sondern mehr so im Abstand von der Bühne, wo meine Zuhörer sitzen. Und gehe jetzt mal hier raus. Da haben wir jetzt das wirkliche Gerät. Ja, wenn ich jetzt hier mal leicht drauf, dann sieht man, dass das auch an der Stelle klappert. Und jetzt muss ich natürlich noch was zuspielen. Und ich habe jetzt hier von der Software einfach ein weißes Rauschen generiert. Und das mache ich vielleicht ein bisschen leiser. Das starte ich. So, wir haben jetzt schon gesehen, dass hier in diesem Bereich an der Stelle das nicht mehr gerade war. Da war schon ein Einbruch, ne? Ich dachte mal. Das heißt also, da müsste ich jetzt schon kompensieren und das könnte ich jetzt quasi mit einem Equalizer machen. Die werden zum Teil dann auch noch für rechts-links getrennt, das heißt, ich kann mich dann mal ein bisschen an der rechten Box bewegen, an der linken Box und kann das quasi dann so einstellen, dass ich hier nachher idealerweise einen Strich habe. Also hier oben die gelbe Linie ist, da sollten sich dann alle Balken auf dieser Höhe bewegen und dann hätte ich von meiner Anlage in dem Raum, in dem ich die abspiele, eine optimierte Wiedergabe von den Frequenzen. Das heißt, jede Frequenz wird gleich laut wiedergegeben. Und wenn ich dann ein Signal abspiele, was auch so produziert ist, dass jede Frequenz gleich laut abgespielt wird, also hier eines unserer hochpreisigen Arranger Keyboards, dann klingt das einfach ausgewogen gut. Wenn ich hier im Bassbereich zu wenig habe, dann ist das eben vielleicht sogar noch angenehmer, wenn der Bassbereich jetzt überbetont wäre, dann würde das dröhnen und wummern und würden sagen, es klingt aber schlecht. Oder ich habe keine Höhen, also wenn ich zu viele Vorhänge habe, wenn ich also in so einem Prunksaal spiele mit lauter Plüschvorhängen, dann wird er wahrscheinlich hier oben abfallen, dann muss ich halt ein bisschen Höhe nachschieben und so ist das von Raum zu Raum unterschiedlich. Wenn ich jetzt zu Hause spiele, also für die Leute, die jetzt nur im Wohnzimmer spielen, die können das natürlich auch machen und können dann quasi ihre Anlage zu Hause so optimieren, dass auch im Musikzimmer immer das richtig toll klingt. Ich kann es aus eigener Erfahrung sagen, es ist ein Erlebnis, wenn man sein Keyboard plötzlich mal ausgewogen mit so einer Anlage gehört hat. Das klingt ganz anders. Sachen, die einem vorher nicht gefallen haben, die sagen, oh, die klingen aber gut plötzlich. Dann merkst du nur an der Wiedergabe. So, danke dir. Oh. So, jetzt wollen wir aber natürlich nicht ständig so ein Gerät machen. Das ist eine aufwendige Sache. Und es gibt verschiedene Hilfsmittel. Also es gibt spezielle Hardware und es gibt jede Menge Softwarelösungen, mit denen ich sowas machen kann. Die spezielle Hardware habe ich hier dabei. Das ist hier vorne ein kleines Gerät von der Firma EBX. Das nennt sich Drifrag. Da gibt es verschiedene Versionen, PA, PA Plus und so weiter. Die unterscheiden sich halt durch die Anzahl der Kanäle. Also das kleine hier, das kann nur einen Subwoofer und einen Mittelhochtonkanal bearbeiten. Und die anderen, die können dann auch als aktive Frequenzweiche noch Subbässe und so weiter machen. Ist natürlich von dem Preis her dann auch angepasst. Im normalen, heutzutage mittelpreisigen, prozessorgesteuerten Endstufen ist so ein Teil schon eingebaut.
Das heißt also, wenn Sie Produkte von Crown und so weiter in einem Segment kaufen, wo man auch größere Beschallung mitmacht, dann sind die schon prozessorgesteuert und sind quasi, haben die so einen Teil drin. Da ist dann auch so eine Oma-Taste drin und dann kann ich ein Messmikrofon an verschiedenen Stellen positionieren und kann das einrauschen und dann habe ich genau das, was ich eben gemacht habe, wo ich dann per Hand nachschieben muss, macht dieses System dann automatisch. Und es gibt auch spezielle Software, das heißt also, wenn ich zu Hause in meinem Studio oder in meinem Musikzimmer mit einer Software arbeite oder auch eine Software zur Verfügung habe, dann kann ich mir so ein Plugin reinladen, was dann quasi meine gesamte Abhöre und meine Abhörraumsituation entsprechend kompensiert. Das kann man, macht man vielfach so in kleinen Projektstudios, wo man nicht viel Geld ausgeben will für eine teure akustische Lösung. Da wird das dann quasi kompensiert und man mischt dann so lange, bis alles fertig ist. Und dann darf man natürlich dieses Plugin zum Schluss nicht vergessen zu deaktivieren. Dort hat man nämlich diesen verbogenen Frequenzgang wieder auf der Aufnahme. Wie sowas aussieht, das zeige ich jetzt nochmal zuerst. Da habe ich auch, wie gestern der Kollege von Yamaha, einen kleinen Film mitgebracht. Ich zeige den auch nicht in voller Länge, sondern einfach nur erstmal die Umgebung. Das ist jetzt diese Firma Real Sound Labs aus Litauen und dieses Produkt heißt Connect. Da gibt es eine Demo-Version, die kann man sich für 30 Tage kostenlos runterladen. Und das ist jetzt natürlich hier schon ein aufwendiges Tonstudio mit, hier sieht man auch im Hintergrund, dass mal kurz laufen, hier solche akustischen Maßnahmen, die dafür sorgen, dass es keine, na, das sind also keine geraden Oberflächen wie hier, das heißt der reflektierte Schall, über den wir eben sprachen, der wird hier nicht in eine Richtung, sondern in verschiedenste Richtungen reflektiert und dann baut man an einer Stelle Absorptionsmaterialien, die dann diesen vielfach reflektierten Schall einfach einfangen und vernichten. Dann hat man hier in diesem Studio quasi eine Situation, wo es keinen Nachhall gibt, sondern nur den Direktschall. Und der hat aber natürlich jetzt Lautsprecher und diese Lautsprecher haben auch gewissermaßen auch bei hochwertigen Systemen noch Eigenheiten und die kann ich jetzt aufs Letzte, da wird ja dann Musik produziert, die richtig Geld verdienen soll. Da kann ich jetzt mit anfangen und hier sieht man jetzt mal, wie das in etwa geht. Ja, der sitzt also jetzt am optimalen Platz, hat auch wieder so ein Messmikrofon, wie ich das habe. Der nutzt es jetzt aber andersrum. So. Und dieses System geht einfach so, dass man in bestimmten Wellenbewegungen um die Lautsprecher herum sich bewegt. Once we have that information, we synthesize a filter. That compensates for the non-linearities. Ja, also er macht quasi, nimmt er im ersten Schritt auf, wie stark die Kurve, wie die sich bewegt. Und dann sieht man, an welcher Stelle die Kurve falsch ist. Und dann wird ein Filter gebaut, was invers genau diese Unzulänglichkeiten ausgleicht. Die werden quasi übereinander gelegt und das kann man jetzt hier nochmal schön sehen, wie das im Durchgehen geht. Aber das Messsignal ist ja etwas anderes. Das ist ja eine Frequenz Sweep. Also im Durchlauf, ihr hört das, die Speech. Ja, das ist also ein Signal, wo ein Pegelton ganz schnell, das sind diese Sweep-Signale, da sind auch alle Frequenzen enthalten und die Software ist genau auf dieses Signal optimiert und kann dann genau sehen, welche Frequenzen nicht genau so zurückkommen, wie sie eigentlich kommen müssen. Ja, und der geht jetzt um die Lautsprecher herum. Once you start with the test signal and adjusted the input and output levels, you can start the recording of the measurement data. Das mache ich für jeden Lautsprecher teilweise getrennt. And we collect measurement data at a distance from the speaker that is similar to the distance of the first reflective surface. So. Wenn jetzt dieser NST diese Höhen gar nicht so hoch abgibt, dann ist das für mich ja auch ein Punkt, dass meine Box eigentlich gar nicht das macht, was ich haben will. Und das möchte ich kompensieren. Hier sieht man jetzt sehr schön, das ist die Kurve, die hängt jetzt hier ein bisschen am Ohr dran, aber können wir mal umgucken. Also hier sieht man, hier ist ein ganz klarer Einbruch. Und hier ist ein Einbruch und dafür sind hier doch deutliche Übersteigerungen. Und jetzt baue ich einen Filter, was genau hier entgegengesetzt ausgerichtet ist.
Und wenn ich das Ding jetzt zusammenlege, also ich zeige es jetzt nochmal. Inverted response of the acoustic power that we measured previously. As you saw on the screen charts, the frequency response of the speakers wasn't too bad when we started. We had some slight holes in the mid-frequency at about 220 and 550 Hz. And we also had a very slight decay of the highs, which means that the high frequency doesn't have a lot of energy there. And when applying Konnect and the result that we generated to the monitors, we now have an extremely linear monitor. Yeah. Und da seht ihr, das ist das Ziel. Im Bassbereich komme ich natürlich, 20 Hertz ist der Einstieg, darunter hört das Ohr auch nicht, das ist dann schon Körperschall, also hier ist so die Grenze. Aber das Wichtige ist, dass diese Kurve über die gesamte Frequenzachse bis 20 kHz linear ist. Dann habe ich ein optimales System und dann, wie gesagt, muss ich auch dafür sorgen, wenn ich jetzt hier zum Beispiel eine Gitarre gehabt hätte, bei 120 Hertz oder bei 500 Hertz, da habe ich schon nur Seiteninstrumente, wenn wir da beim Abhören der Pegel unten fehlt, dann schiebe ich den nach. Das heißt, ich produziere ja Aufnahmen, die völlig verbogen sind. Und dasselbe wäre auf der Bühne. Wenn ihr eure Anlage einstellt und ihr habt mit eurer Anlage da ein Loch bei 500 Hertz, dann schiebt ihr irgendeinen IQ da rein und geht auf die Bühne und wundert euch, warum die Gitarren alle so spitz klingen. Das ist genau dieser Grund. Deswegen ist es ganz wichtig, dass man seine Anlage in irgendeiner Form mal justiert und guckt, wo liegen die. Und dann kann ich auch sinnvoll angreifen und sagen, jetzt gehe ich mal an die Probleme, warum klingt das nicht crisp oder so. Und vielleicht haben wir ja einige Beispiele, wie man auch da weitermachen kann. Gut, also das zum... Ich glaube, ich jetzt mal zumachen. Also das System, ich habe es hier nochmal, das ist stellvertretend, es gibt mehrere solcher Systeme, ich habe jetzt nicht alle Namen aufgenommen, aber hier nochmal, das Prinzip ist bei allen irgendwie gleich, entweder nimmt man ein Rauschsignal oder Frequency Sweep mit einem Mikrofon, das sollte dann aber schon auch nicht so ein, ich sage mal gerne Behringer, weil Behringer ist für mich der Inbegriff von billig und manchmal auch qualitätsmäßig billig. Aber es gibt auch von Behringer oder von Fame oder von T-Bone und die ganzen Marken gibt es auch schon in der Preisklasse gute Sachen, aber die wird man nicht für 15 Euro kriegen. Das ist also auch so ein Punkt. Man muss sich einfach im Klaren sein, billig klingt billig. Und das gilt insbesondere auch, wo wir hier über Frequenzen reden, auch über Kabel. Ja, also wenn ihr euch wundert, ihr habt euren Tyrus oder euren PR3 und der klingt schon gar nicht so, wie ihr das erwartet, kann es durchaus sein, dass ihr preisgünstige oder billige Mikrofonkabel verwendet. Und so ein Mikrofonkabel hat auch genauso eine Kurve. Und wenn ich Kabel habe, die ganz dünne Leiter haben und ganz preisgünstiges Kupfer, dann habe ich auch in dem Kabel solche Abfälle hier, dass da gar keine Höhen mehr reinkommen. Da ist nämlich eine Kapazität drauf, die wirkt wie ein Filter und die filtert diese Höhen raus. Das heißt also auch, bei auch ein Kabel solltet ihr ein bisschen Geld investieren. Man muss jetzt nicht gleich wie im High-End-Bereich Hunderte von Euro investieren, aber ich sag mal, ein guter Hersteller aus dem Schwarzwald ist die Firma Sommercable, die bietet wirklich gute Musikerkabel an, kriegt sie in jedem Markt, ich weiß nicht, was Frank was ihr anbietet, gibt natürlich auch von Belden und von anderen Kabeltronic und wie heißt sie, also es gibt verschiedene Kabelfirmen. Wie gesagt, ich verwende selber Sommercable, bin da sehr zufrieden, ist sehr stabil und das ist also auch so ein Punkt. Auch da, bevor ich irgendwas eingestellt habe, allein durch das Verbinden mit dem falschen Kabel, geht mir das Signal verloren. Das gilt überall, wo ich Kabel habe. Das gilt auch in der HiFi-Anlage. Also das Cinch-Kabel, was Sie bei einem Gerät mitkaufen, was eh schon nur 30 Euro kostet, das schmeißen Sie am besten gleich in den Mülleimer. Ja? Weil das kann nicht hochwertig sein. Wenn allein ein Zinschkabel im Fachhandel 5 bis 10 Euro kostet, mit einem vernünftigen Durchmesser des Innenleiters, dann kann ich ein Kabel, was bei einem 30 Euro Gerät beiliegt, letztendlich für gut nicht gebrauchen. Es wird Ton machen, die meisten werden es auch vielleicht gar nicht hören, aber wenn ich ein bisschen mich mit dem Thema beschäftige, dann muss ich an der Stelle auch sagen, hier genau diese Kurve habe ich überall da, wo ich verschiedene Frequenzen über
Luft oder über Kabel übertragen. So, jetzt möchte ich gerne das hier mal umschalten. Mal gucken, ob das auch ohne Mikrofon geht. Ich möchte jetzt hier diesen Dreifreck einmal zeigen, wie das geht. Und ich versuche das jetzt mal mit dem iPhone hier als Kamera auch darzustellen. Wir haben hier jetzt das gleiche System. Ich weiß nicht, ob jemand mir vielleicht noch mal assistieren könnte. Ja, wir gehen drauf. Ja, wir können noch mal einen anderen machen, der Nico oder so, ja? Ja, ist schon da. Ja, na gut. Bitte? Gute Assistentin Uschi. Ja, wo ist Uschi? Der ist sozusagen ein zweigeteiltes Gerät. Der hat also zum einen diese Einstellmöglichkeit, guck mal, ob wir den so sehen können. Das ist also das Gerät, ihr könnt euch den nachher auch hier vorne angucken. Der hat auf der Frontseite, und das war ja früher bei diesem einfachen Dreifreck PA, der bei eBay so um 200 Euro gebraucht, immer noch zu kriegen ist, da ist dann schon ein einfaches Messmikrofon dabei gewesen. Bei den neueren Geräten hat man sich die Mikrofone gespart, die kann man aber auch preisgünstig dazu kaufen. Auch da werde ich immer mal gucken, ob man nicht gerade bei den Prozessor-Endstufen die Dinge eingebaut sind, sind viele Beschaller, die verkaufen die immer wieder bei eBay oder auch privat. Ich habe sogar bei einem Beschaller gekauft. So, dann hat er vorne oder hinten, je nach Gerät, schon eine Buchse. Dieses Mikrofon ist ein hochwertiges Mikrofon, das benötigt Phantomspeisung und das liefern die Geräte dann. Und dann hat er ein Setup, das werde ich jetzt mal versuchen zu bedienen. So, das war jetzt quasi die Balance-Einstellung, die muss ich jetzt korrigieren, weil er mir das nicht abspeichern ließ. Und jetzt kommt die Einstellung des Frequenzgangs. Ja? Jetzt machen wir das wieder. Habe ich jetzt den Frequenzgang eingestellt an dieser Position, wo der Rico jetzt gerade war. Ja, ob das jetzt optimal ist, das wird man dann hören. Jetzt kommt der nächste Schritt. Jetzt hat dieses System gleichzeitig auch ganz steile sogenannte Notchfilter, wo ich bis zu 12 Frequenzen für Mikrofonrückkopplung entfernen kann. Und das ist unheimlich hilfreich auf der Bühne, gerade wenn ich auch Zuschauer habe, die irgendwie Reden vortragen, das haben wir ja meist. Dann habe ich hier, hört man nach, fängt schon an zu pfeifen. Die stehen meist am Lautsprecher und wir selber ja auch. Und dementsprechend ist es natürlich hilfreich, wenn wir so einen Feedback-Destroyer haben. Und hier kann ich 12 Frequenzen jetzt anlernen. So, jetzt würde ich also hingehen und würde hier an meine Boxen gehen, das Mikrofonsignal hochdrehen. So, jetzt hat er 12 Frequenzen gefunden, die hier im Raum koppeln. Und die habe ich jetzt eingespeichert. Und jetzt kann ich, wenn ich das alles richtig gemacht habe, mich hier doch schon sehr viel lauter, ja, also hier habe ich natürlich immer noch Frequenzen, aber das, was ich eben hatte, diese Lautstärke, konnte ich eben nicht rückkopplungsfrei fahren. Da hat er jetzt ganz schmalbandige Filter. Und das empfiehlt sich natürlich auch in einem Raum zu machen, wo ich mich gerade bewege. Das heißt, ich nehme mir vorher 5 Minuten Zeit,
mache genau dieses Setup, baue mein Mikro auf. Wenn die Leute, den kann ich ja sagen, ich räusche die Anlage ein, damit es für euch gut klingt, dann tolerieren die das auch. Wenn ich das regelmäßig, ich habe es jetzt ein halbes Jahr wieder nicht gemacht, dann braucht man ein bisschen, wenn man es regelmäßig macht, weiß man das und ich kann das abspeichern. Das heißt, wenn ich immer in denselben Räumen spiele, dann speichere ich mir die Presets ab für die Räume und brauche die dann an der Stelle nicht mehr neu aufzunehmen. Das System selber liefert auch für, aber das sind andere Kategorien, für GBL und große Boxen und Verstärkerkombinationen bereits fertig eingemessene Einstellungen mit. Wenn ich da eine von betreibe, dann brauche ich gar nichts zu messen, dann kann ich direkt aufrufen und diese Frequenz einpfeifen. Das mache ich ganz kurz vorher und dann hat man eine ganz andere Ruhe. Also ich habe das Ding in Schulen schon eingebaut, wo in der Aula immer wieder das Problem war und seitdem das Ding da drin ist, haben die überhaupt keine Schwierigkeiten mehr. Man hört es auch nicht. Ne? Also das ist eine wirkliche Bereicherung. Wie gesagt, es hat mal Listenpreis zum Schluss 299 Euro gekostet mit Messmikrofon. Jetzt heißen die PA Plus, die liegen aber auch in dieser Größenordnung. Der Frank weiß da wahrscheinlich mehr. Ne? 369, glaube ich, irgendwie ist der Listenpreis. Gibt es auch bei Thomann und Music Store und Music City und Just Music und wer mir dann noch so einfällt. Ja, also das zum Thema Hardware. Ein Beispiel, gibt es auch mehrere. Und das eigentliche Doing, das kann ich sagen, ist letztendlich Gehör. Was ich tun sollte, wenn ich eine Aufnahme spiele, also ich spiele hier All Night Long von Lionel Richie, dann höre ich mir das Original an. Und wenn ich meinen Style habe oder meinen MIDI-File, dann muss ich versuchen, möglichst nah an diesen Style ranzukommen und wenn dann die Programmierung des MIDI-Files oder des Styles so ist, dass da vielleicht Instrumente viel zu laut sind, dann muss ich die quasi am Original anpassen. Das hört man dann nachher auch, wie auch in der Bühne. Wenn der Erwin hier zusammenspielt, dann hört er auch, wenn seine Gitarre zu laut ist oder sein Gesang zu leise. Das sind eigentlich Erfahrungswerte und am besten hört man sich Aufnahmen von Profis an, wie sie gemacht sind. Und dann ist auch diese Sache mit den ganzen Equalizern, die ich in den Keyboards drin habe, genauso ein Punkt. Nehmt euch mal wirklich so die Möglichkeit, so einen Frequenzanalysator runterzuladen. Wo kann ich das tun? Zeige ich euch auch. Falsche Raum. Also ich habe jetzt hier ein iPhone. Es gibt für iOS eine ganze Menge von Systemen, es gibt aber auch für Android, also das oder für PC, das spielt jetzt keine Rolle. Ich habe jetzt hier ein Tool von einem Physiklehrer aus Speichingen, das ist auch irgendwo im Süddeutschen, der Dr. Martin Ziegler, der hat ein sehr schönes Tool gemacht. Und da habe ich jetzt zum Beispiel eins, da komme ich gleich drauf, der hat auch einen Spektrum. Ja, und da habe ich hier so eine Kurve. Und das Ding kann ich auch im PC laufen lassen, da schließe ich meine Soundkarte an. Wie man kann denken, auch die Soundkarte hat Frequenzgänge, also auch da alles messen. Heißt immer, dass ich auch bestimmte Dinge nicht erfasse, aber ich sag mal, für den Hausgebrauch reicht sowas. Und dann spiele ich mal mein Lied ab und gucke mal über den gesamten Frequenzbereich, wie ist denn da die Verteilung. Und wenn mir das suspekt vorkommt, dann werde ich wahrscheinlich auch im Spektrum irgendwas sehen, was eben irgendwo Spitzen oder irgendwo Einbrüche hat und die muss ich dann kompensieren. Und beim Equalizer gibt es eigentlich immer so drei Regler. Ich habe die Art des Filters, ist das nun irgendwo in der Frequenzmitte oder ist das ein Tiefpass, wo dann ich die Basstöne abschneide oder ein Hochpass, wo ich die hohen Töne abschneide. Dann habe ich die Breite, in welcher Frequenzbreite das Ding arbeiten soll. Und dann kann ich sagen, soll ich was anheben oder was absenken. Und dementsprechend, wie man das hört, muss man halt zugreifen und das absenken. Das ist auch keine Sache, Harald, die man jetzt so sagen kann, das macht so am besten, wie gesagt, man vergleicht es mit dem Original. Wir machen ja im Wesentlichen Cover-Sachen, wo man sagen kann, ich höre mir mal den Knopfler an, wie hat denn der Toningenieur vom Knopfler da die Strat abgemischt und dann versuche ich die auch mit meinen Effekten genau in diesen Bereich zu bekommen. Und das, was Herr Dietmar gestern gesagt hat, ist ganz wichtig. Ich muss gucken, dass die Instrumente Freiraum haben. Das heißt also, wenn ich einen Bass habe, der wunderbar klingt, der auch noch Obertöne hat, die weit in den Gitarrenfrequenzbereich reinreichen, dann ist das schön, aber ich will ihn nicht haben in der Welt. Ich
habe ja einen Gitarristen, der Gitarre spielt. Das heißt, ich schneide dann dem Bass diese Obertöne weg, die mich stören und die den Gitarristen beeinträchtigen. Und den Gitarristen nehme ich bei seinem E unten auch den Bass weg, weil dafür habe ich den Bassisten. Und damit schaffe ich beiden Instrumenten genügend Freiraum, sodass die insgesamt sich nicht überlagern, weil dann wird nämlich aus dem tiefen E der Gitarrenseite und der, weiß ich, Seite vom Bass, wird dann eine doppelte Lautstärke in dieser Frequenz und damit wird es unnatürlich. Und so kann man das mit allen Frequenzen machen. Wenn ich einen Sänger habe, versuche ich die natürlich auch dahin zu bringen, wenn ich jetzt ein Instrument habe, was in dem Gesangsbereich 4 kHz auch sehr starke Präsenz hat, also eine Flöte oder eine Gitarre oder so, dann muss ich halt sehen, dass ich die irgendwie aneinander vorbeibekomme. Ja, das ist das Ziel. So, und das Letzte, und dann bin ich auch, glaube ich, durch, Lautstärke. Ich habe eben gesagt, ich möchte nicht an diese Kurve da oben ran. Der Max Zieter hat hier einen schönen Style gemacht, das gebe ich meinen Kindern mit. Wir haben mittlerweile Veranstaltungen mit Lautstärken, die sind jenseits der Schmerzgrenze und gesundheitlich schädlich. Und wenn ich jetzt hier richtig laut reinschreie, ist das immer noch verträglich, weil ich hier schon das System gedrosselt habe. Das heißt also, ein permanenter Pegel im Bereich bis 90 dBA sollte im Peak durchaus machbar sein, aber es sollte keine Dauerbeschallung sein. Ein Konzert über 2 Stunden ist nach Lärmschutzverordnung, glaube ich, mit 88 dBA maximal genehmigt und wir haben Karneval gemessen, Kinderveranstaltungen, die liegen weit drüber. Ich muss auch da sehen, schlechtes Equipment, schlechte Mikrofone. Gerade die ganzen Pfeifen, muss man sagen, die unterwegs sind, mit billigsten Funkstrecken, die extrem starke Obertöne produzieren. Diese Obertöne werden so stark verstärkt, dass sie Pegelspitzen erzeugen, die nachhaltige gesundheitliche Schäden im Ohr erzeugen. Und das Wirksamste ist entweder, man hat hier so eine Ampel. Das Teil kann man auch als ganz normaler Schallpegel benutzen. Das Schöne ist, man kann dieses Gerät auch kalibrieren. Ihr könnt also quasi mit ganz normalem Papier, was man in 1 Meter Entfernung von dem Mikrofon des Gerätes zerreißt, dieses Gerät kalibrieren, weil Papier erzeugt einen nachhaltig immer gleichen Pegel, sodass ich dann, auch wenn ich an der Autobahn wohne und sage, hier, lieber Bürgermeister, ich habe hier, kann nachts nicht schlafen, da kann man mit so einem iPhone oder Android-Gerät schon halbwegs amtliche Messwerte erzeugen. Und ihr solltet auch dafür sorgen, ihr seid verantwortlich auch für die Gesundheit eurer Zuhörer, ihr wollt ja nochmal wiederkommen, dass man auch ein bisschen guckt, wo ist die maximale Lautstärke. Ja. Es wird, also ich habe selber eine Erfahrung, dass mir die Leute immer gesagt haben, sehr angenehm, wenn man sich unterhalten kann und der Musiker leise spielt, als wenn die Leute sich anbrüllen müssen. Hier hat man auch ein Messmittel. Guckt mal einfach mal drauf, wo liege ich, drehe ein bisschen zurück. Nach 5 Minuten merkt das keiner mehr. Ja, das ist diese Adaption. Das ist letztendlich auch so der Appell. Macht es nicht zu laut, macht es lieber zu leise. Wenn einer zu euch kommt und sagt, könntest du mich doch ein bisschen lauter spielen, habt ihr eigentlich alles richtig gemacht. Weil das andere, finde ich, ist das, was auch viele ältere Leute ja immer sagen, wenn du reinkommst schon, aber bitte, bitte nicht so laut. Da hast du noch gar keinen Ton gespielt. Ja. Dann kannst du sagen, guck mal hier, 79 dBA. Gut, also wenn ihr noch Fragen habt, ich bin ja bis morgen noch da. Ansonsten bedanke ich mich für die Aufmerksamkeit. Ich könnte jetzt noch 3 Stunden weiterreden, aber ich glaube, der Jürgen wollte auch noch was zeigen und andere auch. Ja, danke schön, wie gesagt, Heinz Peter. Also vom Blockchain her, es braucht natürlich auch sehr viel Theorie. Aber es ist nochmal so, wir als Musiker auch unterwegs sind. Es gehört ein bisschen Kenntnis über Akustik und überhaupt über die ganzen Sachen drumherum, weil ohne dieses Wissen, und das hat er doch versucht gut darzustellen, ohne das Wissen kommen wir als Musiker nicht weiter. Letztendlich zählt natürlich immer irgendwo eins, dass unser eigenes Ohr und unser eigenes Empfinden, aber es bleibt eben nicht alles, man muss ein kleines bisschen Theorie haben und das hat er gut gemacht. Hat mich gefreut, Dankeschön nochmal und ansonsten wünsche ich uns weiterhin noch einen vergnüglichen Nachmittag und heute Abend dann wirst du ja Bescheid dann hier, ihr seht schon, was hier alles aufgebaut ist, heute Abend gibt es dann jede Menge Musik. Ja, also dann geht noch ein Käffchen trinken, das werde ich jetzt als erstes machen und vergnügt euch weiterhin, tauscht euch miteinander aus und irgendwann heute Abend geht es dann wieder weiter. Ne? Das war es an Workshops erstmal und ansonsten Dankeschön.